Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Had no need to fight tonight, tonight. Wir sind gerade auf dem Weg zur Arbeit. Es ist gerade 20 vor 9. Ja. Wir müssen um 9 Uhr anfangen heute, machen bis 14 Uhr und dann gehen wir trainieren. Dann direkt. Neue Woche. Und wir starten direkt mit einem Leg Day, wie jede Woche. Ich habe schon jetzt Bock aufs Training, aber ich würde sagen, wir sehen uns in 5,5 Stunden wieder. Ganz genau, aber für euch ist das nur eine Millisekunde. Für euch eine Sequenz, für uns 5 Stunden und ich würde sagen, ab ins Training, Sonne scheint, Leg Day kann kommen. Leg Day kann kommen, ich würde sagen, wir sehen uns im Gym wieder. Würde ich auch sagen, hier. Und da sind wir auch schon im Gym angekommen. Ich habe gerade erstmal die Kamera aus dem Auto geholt, weil ich die ungefähr jeden vergessen habe. Jetzt gibt es unsere Pre-Workout-Checks einmal wieder. Aber ihr wisst schon, was drin ist. Ihr wisst, was drin ist. Auf jeden Fall sind wir den schön kalt mit Himbeergeschmack und dann wird trainiert. So, Freunde, jetzt läuft erstmal Rob Bailey im Gym. Deswegen haben wir uns überlegt, ihr seht doch Raw-Footage. Also einfach nur die Übungen zeigen wir euch. Und im Hintergrund läuft dann Rob Bailey gerade nach vorne gegangen, gefragt, ob das klar geht, weil meine Kopfhörer leer sind. Beziehungsweise ich habe meine nicht dabei. Ich hatte noch aufgeladen, aber ich hatte jetzt nicht dabei. Und dann hat er gesagt, klar, geht klar und deswegen ist das ganz gut. Jetzt gerade sind wir noch am Aufwärmen und gleich fängt es bei mir mit Front Squats an, bei Willi mit Squats. Aber wir zeigen euch dann, was wir machen. Komm, Digga, push, ich werde es sehen. Explosiv hoch, kämpf. Yeah. Stark. Und ab, zieh. Boom. PR. 8x95 Front Squats. Nach 6 Wochen Front Squats jetzt. Auf geht's, komm. Machst du. Und hoch, komm. Schön, sauber, weiter. Weiter so, komm. Schön, sauber, komm. Warum? Autoregulation weniger machen oder was? Also, ich habe letzte Woche 125 mit, also 125 normal gemacht. Heute geht das nicht, also ich kann vielleicht noch welche machen, aber die werden dann gequält und. Da machst du dein Volumen vom restlichen Training kaputt. Weil ich mache es komplett anders. Ich hätte ja heute eigentlich den schweren Tag, 6 bis 8 Wiederholungen bei den Squats und allgemein beim Rest des Trainings. Ich werde jetzt erstmal den leichteren Tag, den Hypertrophietag, nach vorne schieben. Sprich, ich werde heute im 10 bis 12er System squatten und dann gucken, wie ich die Beinpresse mache. Ich werde wahrscheinlich komplett den Tag vorziehen und den nächsten Lektor dann schwer trainieren. Gucken, ob es dann alles fresh ist, weil heute bin ich nicht komplett regeneriert. Woran das lag, muss man überlegen. Es gibt immer viele Faktoren, also. Es kann Schlaf sein, es kann Essen sein, es kann Wasser sein, es kann aber auch einfach was sein, was ihr nicht beeinflussen könnt. Es gibt manchmal diese Tage, wo... Wir haben es ja schon öfter angesprochen, jetzt das Beste, was wir machen. Ganz genau, und wir machen jetzt einfach genau das, was wir immer gesagt haben, Autoregulation. Ja. Nicht nach Ego trainieren, sondern dem Körper zuhören. Und Willi hat direkt noch einen zweiten Rap gemerkt, dass der Körper sagt, ich würde mich hochqueren können, so. Aber dann ich habe halt gemerkt, dass... Ja, auch wenn er heute sein gesamtes Volumen reinkriegen würde von seinem Training, würde sich das auf die nächsten Wochen auswirken. Ja. Deswegen heute lieber jetzt den... Volumen-Tag rein und dann nächsten Mal schauen. Und das Allerwichtigste bei solchen Tagen ist, nicht abfacken lassen, einfach easy machen. Stress ist nämlich der schlimmste Faktor. Komm, hoch, komm, schön. Und hoch, schön. Sehr gut, Willi. Locker, komm. Ich will was sehen. Machst du. Komm, Bro. 10 sind drin, komm. Ich habe jetzt alle Wiederholungen gemacht beim letzten Beintag. Also beim Volumentag habe ich 10 gemacht, aber ich habe ja zwei Wiederholungen schon gerade gehabt von dem, ja, ich sag mal, Misslungensatz. Aber im Endeffekt ist mein Workload in der Woche komplett gleich, weil ich das jetzt nur verschiebe, vertausche und am Ende läuft es aufs selbe hinaus. Starke Formate weiter. Push. Schön. Stark. Kämpfen.
sauber. Ich mache jetzt keinen Satz Squats mehr. Ich habe gemerkt, dass da ist heute einfach nicht mehr drin. Will ich jetzt weitermachen? Wir arbeiten ja mit Autoregulation. Sprich, wenn wir merken, da geht kein Satz mehr, machen wir keinen Satz mehr. Wenn wir merken, heute geht ein Satz mehr, machen wir einen Satz mehr. Aber würde ich heute noch weitermachen und mein Ego anlassen, dann würde ich das einfach verschleppen. Beim nächsten Beintraining auch nicht alles geben können. Das wird dann einfach keinen Sinn machen. Ich würde alles verschleppen, sage ich mal. Muskelkater haben und deswegen mache ich jetzt weiter mit der Beinpresse. Gucken, was drin ist. Aber so ist das halt. Lag auch wahrscheinlich daran, dass wir letzte Woche in zwei anderen Gyms trainiert haben und nicht hier an dem Beintag und ich einfach komplett andere Übungen gemacht habe und meine Beine daran nicht gewöhnt sind an die neuen Reize. Deswegen haben die das so, nicht so regeneriert wie sonst immer. Also ja, was meinte mit neuen Reizen? Das war jetzt nichts Magisches, aber zum Beispiel die Beinpresse war halt nicht genau die gleiche Beinpresse, ja, wie wir haben. Ein bisschen anderer Winkel, genau. Und das heißt einfach, dass anderes Gewicht auch auf die Beine gekommen ist. Und anderer Beuge, anderer Strecke, aber auch am Start. Ja. Aber was wir machen, ich mache jetzt also weiter mit der Beinpresse. Ja. Und vermutlich hatte er dann in dem Training einfach mehr Workload. Ja. Und deswegen macht er heute weniger und das gleicht halt ungefähr aus. Und deswegen ist das Ganze auch kein Problem. Push. So, ich habe heute das Gewicht erhöht auf 100, aber erstmal 6 Wiederholungen. Ich könnte jetzt noch 2, 3 Reps machen. Mache aber heute nicht zu viel, damit ich nächste Woche Platz für Progression habe. Danke. Dann lass, hier ist auch einer. Was ist das für ein Geschmack? Vanille-Joghurt. Wir sind gerade im DM und haben uns gedacht, erstmal einen Eiweißriegel holen, weil wir die übelst feiern und schon lange keinen mehr hatten. Und ich hole mir einmal den hier, den habe ich noch nicht probiert. Unser Akku ist Leergang und das sind die Riegel, die wir uns geholt haben. Einmal hier im Bananen-Schoko-Geschmack, im White Chocolate, Erdbeer und Brownie-Geschmack. Ich würde sagen, wir probieren das und dann sagen wir, wie die ganzen ganz geschmeckt haben. Ich würde sagen, wir probieren erstmal den Brownie, ne? Yep. Ah, das ist gut. Also wie schon gesagt, ich kenne die ja schon, den Brownie und den weißen Schokolade. Und die schmecken echt überragend, vor allem für den Preis, die kosten 1 Euro irgendwas. Deswegen kann man da nichts falsch machen. Einfach mit dem Krankenwagen. Irgendwie mal. Oder ist erstmal die Hälfte? Nein, du ruhig erstmal. Vor allem diese crunchy Stücke. Ja, Mann, der schmeckt richtig gut. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Riegel wieder. Okay. Weiter geht's mit diesem Riegel hier. Im Erdbeergeschmack, schauen wir mal. Also, ich hätte eigentlich mit einem weißen Riegel gerechnet, weil es ja Erdbeere ist, aber steht auch irgendwie mit Kakaostückchen. Deswegen würde ich sagen. Schmeckt ungefähr so wie Joghurette, nur halt mit ein bisschen mehr Schoko. Aber schmeckt richtig gut. Ich würde sagen, probier mal du, Willi. Ja, ich finde auch nice. Dem ersten würde ich eine 8 geben und dem hier gebe ich eine. Boah. Erste 8 oder? 7,5. Der erste ist eine. Ja, eine 8. Und der ist 7,5. Sehe ich auch so. Und wir sehen uns beim nächsten Riegel. Weiter geht's mit dem hier und zwar den Crispy White Chocolate. Schauen wir mal. Ja, schmeckt auch überragend. Vor allem wegen diesen. Oben drauf sind da solche kleinen crispy Stückchen, passen perfekt dazu. Dem würde ich auch eine 8 geben, also so wie dem Brownie auch. Und wie gesagt, probier mal du bitte.
finde mega, ich würde dem sogar eine 8,5 geben. Ich finde den ein bisschen besser als den Brownie. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt den letzten, den Bananenkrieg und dann. Und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Oder erstmal so ein bisschen von der Straße, ja, so schon. Bisschen hier die City. Und zu guter Letzt den Bananen-Kakao-Crispy-Geschmack von DM. Und ich würde sagen, probieren wir mal. Crispy. Zum Essen kriegst du ja was zu trinken. Ja, der schmeckt auf jeden Fall auch mega nice. Aber ich würde nicht sagen, besser als die anderen. Dem würde ich jetzt eher eine 7 geben. Und ich würde sagen, wenn die probieren mal du. Probier mal gucken, ob ich recht habe oder nicht. Boah. Ich finde den minimal bitter irgendwie. Echt? Ja. Also, ich finde den persönlich ein bisschen besser als den Erdbeergeschmack. Also, ich würde dir auch eine 8 geben. Ja? Aber geschmacklich 7. Und jetzt seht ihr nochmal die Stadt. Yeah. A kid 18 taking a miraculous leap. They say I'm only dreaming when I hardly ever sleep. I put my being on this paper, bleed it out on every sheet. Feeling like a villain, murder beats and then repeat. I said I would, they said I couldn't. Shouldn't put it on blast. Still a student who would've thought every failure's an illusion now. Now the ones who stood against me are the ones who took a seat. Now I'm aiming for the stars NASA couldn't reach. Gotta take what you ain't giving, give it 120 a minute. No gimmick, no missing. So listen and present in the mind I live in. Driven to finish the mission. Happiness is currency. I'm trying to make a living. Don't you care? Und hier haben wir unser Post-Workout-Meal. Wie immer erstmal eine Carb-Quelle, Eiweißquelle. Eigentlich Standard. Ja, viele Ballaststoffe. Also Reis, Bohnen, Hähnchen und Mais. Mais, ganz genau. Und darüber haben wir so eine richtig nice Currysoße. Ich weiß nicht gerade von welcher Marke die ist. Aber das Meal hat auf jeden Fall 705 Kalorien, 53 Gramm Eiweiß, 88 Gramm Kohlenhydrate und nur 12 Gramm Fett und 19 Gramm Ballaststoffe. Da haben wir direkt fast unseren halben Ballaststoffbedarf gedeckt, beziehungsweise wir haben direkt unseren halben Ballaststoffbedarf gedeckt und ich würde sagen, essen wir mal. Warm the first light, now it's time to get it right. So many things up in my mind, but meantime I get up, forget and keep going. Long as the beat's gone, for now I'm just trying to through the city. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade freue, Pelmeni essen zu können, weil ich habe gerade wieder nachgedacht, was ich essen soll, weil ich noch extrem viele Kalorien offen habe. Es ist jetzt mittlerweile auch schon 10 Uhr. Ich hatte gestern genau dasselbe Problem, habe da meine Kalorien nicht mehr reinbekommen. Ich habe 200 zu wenig gegessen. Will ich noch mehr essen, dann, ich weiß nicht, dann wird das, glaube ich, wieder rauskommen. Ich mache es immer so, wenn ich meine Kalorien nicht treffe, dann esse ich ganz normal, ich krieg mein Fett rein, ich krieg mein Eiweiß rein, aber dann esse ich halt weniger Kohlenhydrate. Und am nächsten Tag, sprich heute, esse ich einfach ein bisschen mehr. Deswegen treffen sich diese 500 Gramm Pelmeni perfekt. Ich werde dann anstelle von 3000 bis 3100 Kalorien 200 Kalorien mehr essen, sprich 3200 bis 3300 Kalorien. Und so habe ich das wieder ausgeglichen, dass im Endeffekt meine Wochenbilanz meiner Kalorien gleich ist und dass ich das innerhalb von 48 Stunden wieder ausgeglichen habe zu meinem normalen Kalorienlevel, meinen Makronährstoffzielen und alles so ist, wie wenn ich jeden Tag gleich essen würde. Also Freunde, holt euch unbedingt Pelmeni, falls ihr es schwer habt, Kalorien reinzubekommen. Das kann ich immer wieder sagen. 500 Gramm sind das hier, das sind knapp 1000 Kalorien und es ist einfach so leicht, die runterzukriegen. Das ist jetzt in 3 Minuten weg, okay, in 5 Minuten. Dabei wird ein bisschen YouTube geschaut, wie sonst auch immer. Keine 5 Minuten später und schon habe ich das Ganze aufgegessen, aber bevor ich irgendwas sage, zeige ich euch mal was. Und zwar hier, das Video ist seit 3 Stunden online. Es sind schon 918 Aufrufe und schon 100 Likes und über 20 Kommentare. Also 20 Kommentare, weil ich natürlich jeden Kommentar beantworte. Deswegen sind auch 20 von mir logischerweise. Und ich möchte mich einfach an dieser Stelle wieder dafür bedanken, weil, also nach 3 Stunden, also hätte mir das jemand vor 2-3 Monaten gesagt, dass wir so eine geile Community aufbauen, würde ich sagen, ja, hoffentlich, aber ich weiß nicht, ob ich dran geglaubt hätte, was im Moment hier auf unserem YouTube-Channel abgeht, was für eine geile Community wir zusammen sind. Danke an jeden Einzelnen, der uns täglich verfolgt, der einen Daumen nach oben gibt, der kommentiert. Das bedeutet uns echt eine Menge. Deswegen versuchen wir von Tag zu Tag uns einfach zu verbessern, unsere Videoqualität besser zu gestalten. Bevor ich schlafen gehe, lese ich seit gestern wieder ein Buch. Das ist jetzt die Rückkehr des friedvollen Kriegers. Das habe ich in letzter Zeit etwas vernachlässigt, weil wir ja in Berlin waren.
Und da hatte ich einfach keine Zeit zum Lesen. Da war der Tag so vollgepackt, dass wir einfach von morgens bis abends irgendwas gemacht haben. Entweder Video geschnitten, unterwegs gewesen, irgendwas abgedreht für euch und so weiter. Und dann kam ich einfach nicht mehr zum Lesen. Das ist auf jeden Fall eine Routine von mir. Ich lese jeden Abend mindestens eine halbe Stunde vorm Schlafengehen dieses Buch hier, beziehungsweise irgendein Buch, einfach damit ich keine Medien mehr um mich herum habe und einfach ein bisschen abschalten kann. Und wenn ich lese, mache ich das mit am besten, muss ich sagen, vor allem vom Schlafen gehen oder wenn ich gerade aufgestanden bin, liebe ich es einfach zu lesen. Und das mache ich jetzt. Davor esse ich aber erstmal ein Oatmeal noch. Und dann würde ich sagen, bis morgen, bis zum neuen Video hoffentlich. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar. Wir freuen uns über jeden Kommentar, deswegen antworten wir auch jedem Einzelnen, der irgendwas darunter schreibt. Und falls ihr noch auf dem Channel seid und euch das Video gefallen hat, wir würden uns natürlich auch über dein Abo freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.